Hier sind die Yagalu TV Instagram Star News vom 29.01.2016. Der Max der Buskohl, der ist wieder am Songschreiben. Da freuen wir uns schon jetzt mega auf das Ergebnis. Die Frittenbude hat gerade ihren Tourauftakt in Dresden gefeiert, sind mittlerweile aber wohl in Erlangen angekommen, wo es heute auf die Bühne geht. Daniel Schumacher gönnt sich frische Musik auf die Ohren, in diesem Falle das neue Werk von Sia. Ela Querfeld blickt sehnsuchtsvoll zurück auf ihre Show beim Deutschen Rock- und Poppreis im vergangenen Jahr. Und ja, eine große Bühne hat schon was. Matteo gibt alles und stimmt sich schon mal aufs Wochenende ein, mal richtig die Kontrolle verlieren, aber nicht so dolle, woll? Und auch Nevio ist in derselben Stimmung und ruft auf dem Foto bestimmt den Kellner zum Tisch, oder? Otto Normal waren fleißig beim Songschreiben und betreiben hier eine Listening-Session ihres dritten Albums. Timeless sieht hier etwas fertig aus, zieht sich Alte Liebe rostet nicht rein und begleitet Vega und Bosca als Support demnächst auf Tour. V zitiert die Lyrik seines Songs Wohin mit mir? Na, demnächst auf Tour, da freue ich mich drauf. Und Zac Efron überlegt sich, ob er Robert De Niro hätte nicht doch küssen sollen. Beide sind ab dem 11. Februar in Dirty Grandpa zu erleben. Und jetzt euch allen ein tolles Wochenende. Liebe Yagalu-Freunde, damit ihr nichts verpasst von den Interviews, Live-Konzertmitschnitten oder Akustik-Sessions, jetzt den YouTube-Kanal abonnieren, uns auf Facebook folgen, auf Instagram ständig frische Fotos entdecken und auf Google Plus oder Twitter stets up to date zu sein. Also sei dabei!